It's time I show these clowns how to run things. All my soldiers ready, cause I'm the captain, man. Shed blood quick, we ain't afraid to kill it. Champagne in my glass. Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, also ich habe beim letzten Mal erzählt, ich möchte gern Silage-Silo haben. Hab aber das gar nicht in der Produktion drin gehabt. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal gucken. War denn das? Ich kann mir das nie merken. Ich kann mir das nicht merken. So, da haben wir die ersten Produktionen. Das ist schon mal gut. Oh, der Produkt. Ach, das ist ja geil. Oh, das ist ja interessant. Wir haben eine Mission, wo wir Weizen abgeben. Die zählt als abgeschlossen und der Weizen wird trotzdem als Mehl genommen. Oh, das ist very much interesting. Apropos, wir sollten gleich mal den Helfer wieder starten. Dass der hier wieder loslegen kann. Das ist ja mal ein extrem interessantes Thema. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich wollte doch eigentlich hier noch was bauen. Und zwar, ich habe jetzt dieses eine Silo noch mit reingenommen. Mal gucken, ob das müsste jetzt hier unter der Produktion sein. Genau, da ist es. Und zwar ist das ein Silage-Silo. Also damit kann ich fermentieren. Und jetzt versuche ich natürlich mal herauszufinden. Es gab verschiedene Optiken. Ich dachte nur, es macht vielleicht Spaß und Laune, wenn wir das Ganze hier sozusagen... so, setzen wir das mal hin. Wenn wir das in einer Optik machen, ne? Das sieht doch dann viel schöner aus. So, jetzt haben wir hier nämlich drei Silos, die alle gleich aussehen. Und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt, oder? Das ist doch gar nicht verkehrt. So, hier kann man sogar noch irgendwas verwalten. Okay, Gras, Heu... Oder Häckselgut. Oder brauchen wir alle drei? Ich weiß es gerade gar nicht. Fermenter-Silo, eingehende Güter, Gras. 16.000 Liter. Das übernimmt er gleich, oder was? Das wäre jetzt interessant. Also wir brauchen dann Heu und Häckselgut. Oh. Oh, oh, das ist... Nee, Gras-Silage müsste ja eigentlich gehen, ne? 16.000 Liter, das ist seltsam. Ausgangsmodus ändern. Ah, verteilen, behalten, direkt verkaufen. Ah, das kann ich sogar einstellen. Das ist ja mal cool. Das ist ja natürlich noch besser. Das heißt, das könnte ich bei dem Mehl wahrscheinlich auch machen. Okay, das werden wir natürlich erstmal behalten. Aber das ist natürlich eine ganz große Option, die da möglich ist. So, wir kriegen aus Gras 1000 Gras, gibt 1000 Silage. Jetzt ist die Frage, wir haben... Achso, aktivieren. Läuft? Jetzt bin ich gespannt. Weil wir haben das ja nebendran im Silo drin tatsächlich und wir machen Silage. Bedeutet das jetzt, dass wir unser Gras, dass das weniger wird? 15,995, ja. Also der nimmt sich das Gras aus dem Silo raus. Hier. Und macht daraus direkt Silage. Ja, das ist doch mal ultra fett. Da brauchen wir ja noch nicht mal... Da brauchen wir ja noch nicht mal irgendwas machen. Das baut er automatisch um, sozusagen. Und das ist natürlich optimal. Ja, das ist doch perfekt. Dann, gefällt mir schon mal extremst gut. Jetzt müssen wir aber gerade mal schnell gucken. Ich glaube, wir müssen gleich mal abtanken. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir das irgendwie alles weiter verwenden. Ne? Wir müssen ja auch gucken, dass wir dann für die Silage eine Verwendung finden. Außerdem müssen wir auch gleich noch mal schauen, wie es jetzt da oben aussieht mit dem Feld, das schon erntereif ist. Nee, noch nicht. Okay. Gut. Ist noch nicht erntereif, aber kein Problem. Ja, dann verdienen wir ja im Prinzip doppelt damit, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Ist alles gut. Denn wir kriegen ja einmal das Geld für die Mission. Und zum Zweiten wird daraus gleich Mehl gemacht. Also ich muss da nochmal reingucken. Ich finde das krass. Ich finde das echt krass. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Also das mit dem Gras ist ja schon mal cool. Aber dass das hier automatisch zum Mehl verarbeitet wird, ist ja geil. Und wo könnten wir denn jetzt Mehl verkaufen? Und zeigt er mir das Mehl hier auch irgendwo an? Nee, ne?
Also Mehl habe ich zwar, aber ich habe noch kein Lager für Mehl. Ist jetzt die Frage, ob wir dafür dann noch mal ein Lager bauen müssten. Können wir mal gerade gucken. Es gibt ja alle möglichen Silos. Oder ob wir Container für brauchen. Flüssigdünger. Nee, das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Was ist das hier? Getreide. Zusätzliche Förderschnecke. Aber in unser Hauptsilo müssten wir doch eigentlich alles reinkriegen, oder? Ja, dann ist das. Tja, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommis schreiben, wie das sich verhält. So, das bringen wir auf alle Fälle mal gerade zurück. 59% ist abgeschlossen, das ist gut. Aber wenn wir jetzt daraus Mehl machen können und das auch noch behalten können, ist natürlich richtig gut, ne? Das ist ja mal richtig schick. Vielleicht, weil wir das Ding gekauft haben. Das kann natürlich sein. Dann hätte sich dieser Kauf ja schon direkt gelohnt. Will mich jetzt auch mal interessieren, ob es in der Produktion auch 150 Weizen gibt, 120 Mehl. Oh. Oh. Das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Aber da müssen wir natürlich auch gucken. Ich würde sagen, das, was danach am Ende der Mission übrig ist, packen wir aber dann oben ins Silo. Und nicht in die Mühle, dass wir auch für uns ein bisschen Weizen übrig haben. Aber wenn das natürlich so funktioniert, ist das ja schon mal ein riesen, riesen Vorteil. Also das ist jetzt eine Neuerung, die ich so noch nicht kannte. Das ist gar nicht so schlecht. Hallo Schild. Ich dachte eigentlich, ich würde an dem Schild vorbeifahren, aber irgendwie habe ich es dann doch erwischt. Also schon mal eins, zwei sehr interessante Neuerungen, die das definitiv schon mal interessanter machen. So, und jetzt haben wir 1,2 Millionen ausgegeben und eigentlich haben wir noch nicht wirklich viel gemacht, ne? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt der richtige Weg ist, den wir hier gerade einschlagen. So, und jetzt gucken wir auf alle Fälle auch mal, ob das hier für die Mission zielt, weil dann hätten wir, wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Also wir würden für die Lohndienstleistung Geld bekommen und wir würden im Prinzip das komplette Material auch noch nutzen können. Ja, 50% transportiert. Sieht schon gut aus. 66% und wir haben jetzt 30.000 Weizen da drin und es wird immer noch weiter Mehl produziert. Ja, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Das ist ja der Hammer. Cool. Also wenn das so läuft, dann haben wir da natürlich schon mal einen Riesenvorteil. Das ist definitiv klar. So, jetzt müssen wir dann nur mal schauen, ob dann am Ende der Mission auch noch ein bisschen was für uns übrig bleibt. Da kriegen wir dann auch noch ein bisschen Geld rein. Und Überlegung ist, ja, wollen wir schon mit Tieren anfangen? Aber da brauchen wir dann auch noch Stroh und Wasser und alles, ne? Und das Stroh können wir hier leider nicht einsammeln. Ich kann höchstens gucken, ob wir das Missionsstroh uns holen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht, ne? Wir werden später genug Stroh kriegen, also ich denke mal, da brauchen wir jetzt noch nicht zu gierig zu sein. So, dann hätten wir das aber soweit schon mal erledigt. Jetzt gucken wir nochmal in die Missionen. Die ist ja aktiv. Düngen. Oh. Jetzt ist die Frage, kann ich die auch schon annehmen? Feld 20. Oh, wir können mehrere Missionen annehmen, Freunde. Oh, das ist gar nicht verkehrt. So, welche Mission war das? Düngen, Feld 20. Oh, das ist ja krass, ne? Also, da haben sie schon viele Sachen, was man früher als Mods hatte, hier serienmäßig mit drin. Das finde ich gut. Denn früher musste man ja dann da mit Multiple Missions und was weiß ich was alles. So, aber wir können jetzt hier. Oh, ja, der ist ein bisschen schwer. Also auf Dauer ist das nichts. Aber gut, wir werden den jetzt erstmal so nutzen. Das ist so schön. Oh, das freut mich. Das wird den Daniel auch freuen, ne? Also wir sind ja dann in vielen Punkten deutlich flexibler. So, ich fahre gerade irgendwie, glaube ich, ein bisschen umständlich, aber gut, dann fahren wir dann doch mal so langsam Richtung Einsatzort. Aber das ist ja krass. Also das wusste ich jetzt gar nicht, dass das geht. Aber umso besser für uns, ne? So, Feld 20 brauchen wir.
Das ist da unten das Feld, okay. Da bin ich ein bisschen zu früh abgebogen. Ist aber kein Thema. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was ich noch alles rausfinde. Also das sind jetzt schon mal einige Neuerungen, die mir doch, sagen wir mal, extrem positiv auffallen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So. Ausklappen muss ich den Freund ja nicht. So, und dann können wir hier mit der 20 anfangen zu düngen. Der hat doch so einen Ultra-Riesen-Mega-Radius, glaube ich, ne? Mal gerade gucken. Starten wir den Helfer. Boah, hat der eine Arbeitsfläche. Ja, meine Herren Gesangsverein. Oh, und ich habe noch was gesehen gerade. Wir müssen noch was umstellen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Helfer, Saatgut kaufen, Dünger kaufen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir erstmal nicht. Das will ich nicht haben. Aber dann geht die Mission ja auch ruckzuck weg, ne? Bei der Breite ist das natürlich genial. Auch schon 27%. Ja, schick. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert gerade. Das ist richtig, richtig schön. Und macht uns natürlich in vielen Punkten das Leben leichter. Oh, das wird ein interessantes Spiel. Ja, den Erlengrad-Modus auf dem LS19 werde ich einstellen. Weil wir haben jetzt hier den LS22 und ich sehe gerade hier, wir haben so viele schöne Möglichkeiten. Und da würde ich sagen, nutzen wir doch lieber die nächsten 2 Jahre hier auf dem LS22, die Erlengrad. Ich habe da auch mit Daniel soweit schon mal drüber gesprochen, der ist auch damit einverstanden. Weil das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Das ist schon cool, was jetzt hier läuft. Ich denke, der Daniel kann auch bald anfangen. Er wartet jetzt sozusagen nur noch, bis er sich eine bessere Grafikkarte kaufen kann. Und dann kann es losgehen. Also dann können wir da im Prinzip, kann er da auch mit dem LS22 anfangen. Er könnte es zwar spielen, aber im Moment hakt es und ruckelt es noch ein bisschen. Das heißt, seine Grafikkarte ist da doch noch nicht optimal für ausgelegt. Aber gut, die Grafikkarte ist jetzt auch schon 5 Jahre alt, glaube ich. Also von daher ist das dann auch erstmal nicht das Problem. Ich habe jetzt Glück, solange meine Karte hier noch hält, kann ich die nutzen. Ich habe ja noch die GTX 1060 mit 6 GB. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen durch. Das wäre sehr schön. So, fahren wir hier mal auf die Seite. Es sind schon wieder 12.000 Liter drin. Da hinten dran ist direkt das Feld 20. Da können wir gleich gucken, wo der Freund ist. Oder wir gucken hier auf der Übersichtskarte. Wir haben doch hier diese super Karte. Da kann man das doch genau erkennen. Oh, der ist fast fertig schon hier. Der ist schon bald fertig. Das ist genial. Wie weit ist er denn mit der Mission? Schauen wir mal rein. Ja, 90% ist ja cool. Und das für 400 Liter Dünger oder 500, das ist nicht übel. Ich glaube, das kleine Ding mit den 42 Metern ist schon richtig cool. Das gefällt mir. So, jetzt ist die Frage. Jetzt will ich mal was probieren. Ich nehme mal den Helfer raus. Ich mache mal die Teilbreite kleiner. Nur mal so aus Spaß. Ups. Und setze den mal anders an. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Vom Verbrauch her, aber das würde mich mal interessieren. So, wenn wir jetzt sagen, wir machen die Teilbreite noch ein bisschen kleiner. Achso, das geht nicht, wenn der Helfer drin ist. Okay, gut. Aber ist ja auch kein Problem. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das vom Verbrauch groß was ausmacht oder nicht. Müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Ist ja wieder mal so eine Testgeschichte. So, wir machen den Helfer runter. Ach, der Helfer nimmt automatisch die volle Breite. Jetzt, obwohl, wir könnten mal gucken. 272 Liter. Ah doch, das wird weniger. Und man sieht auch, wie hier die Arbeitsbreite kleiner wird. Cool. Also das finde ich richtig gut. Das gefällt mir. So, die Lohndienstleistung ist abgeschlossen. Können wir einkassieren. Waren 3.000 Euro. Sehr gut. Und das ist natürlich schick. Jetzt bräuchte man auch noch eine Feldspritze, fällt mir gerade ein, ne? So, auf der 16 sind wir auch gut dabei. Also das hat soweit funktioniert, sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal
Bringen wir erstmal den wieder nach Hause. Wie gesagt, mit dem Düngen haben wir ja bei dem hier eine ganze Menge Kapazität frei. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen näher ran. Das wollte ich eigentlich nur mal testen wegen der Arbeitsbreite, aber da bin ich echt begeistert. Also ihr merkt schon, ja, Solaris, glücklich. Nochmal vielen lieben Dank an den Martin, dass er mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Aber das ist natürlich edel, ne? Richtig edel. Ach, seht ihr, ich habe jetzt wieder vergessen. Ich wollte nochmal nach diesen platzierbaren Auffüllstationen gucken. Zumindest für Dünger und für Saatgut und für Herbizide. Weil das wäre dann schon mal ein wichtiger Ansatz noch. Für Kalk brauchen wir nichts. Da haben wir hier unten die Kalkstation. Wir müssen auch nicht so oft kalken. Ich denke, das brauchen wir dann nicht wirklich hier noch als Station auf dem Hof. Aber ich finde diese drei Gebäude hier, ne, mit Lager und Wiese, das und also hier Silagesilo, das funktioniert sehr gut, finde ich. Das gefällt mir schon. Da will ich jetzt auch gleich nochmal reingucken. Also das hier hat jetzt sehr gut geklappt. Da bin ich begeistert. Da ist das schon mal schön. So, den kuppeln wir mal ab. Jetzt gucken wir nochmal gerade. Bam, bam, bam. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich reingucken? In die Produktion. Tatsächlich hier, das Mehl wird durchproduziert. Oder ist Mehl verschwunden? Okay. Und da arbeitet er fleißig. Und wo ist das Mehl hingegangen? Haben wir jetzt da Mehl verkauft? Kann man das irgendwo einsehen? Einnahmen Gebäude, das ist die Solar. Lohndienstleistungsumsatz. Verkaufte Produkte, nee. Oder das ist funktioniert mit der Mission dann doch nicht so einfach wie gedacht. Das ist natürlich auch möglich so. Der ist gleich fertig. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir den auch hier gleich durch. Dann haben wir das heute fertig, die Mission. So, und dann bin ich mal gespannt, ob uns da noch ein bisschen was übrig bleibt. Weil das ist jetzt nicht mehr viel. Wir gucken mal gerade in die Mission rein. Wir sind bei 94%. Schon mal gut. Ich denke, da wird auf alle Fälle ein bisschen Weizen für uns übrig bleiben. Die Sounds haben sie auch gut gemacht, ne? Muss man ja mal sagen. Hat sich ja viel, viel verändert, sowohl vom Sound als auch von der Grafik. Also viel mehr Detailtreue drin. Finde ich persönlich auch unheimlich angenehm. Wenn man überlegt, ich habe ja das Revival vom Elfer gemacht, ja, wie der Elfer ausgesehen hat, ne? Und wo wir jetzt stehen, hier so 11 Jahre später, das ist schon nicht ohne, ne? Das ist schon wirklich schick. So, und ich gehe mal von aus, dass wir da doch tatsächlich eine ganze Menge für uns behalten können an Weizen. Das ist doch schon mal gut. Und wenn wir irgendwann mal zu viel Weizen haben, können wir den einfach in die Mühle packen und Mehl draus machen. Das finde ich gut. Wenn wir da jetzt so eine Möglichkeit haben, jetzt ist die Frage, kann man das Mehl irgendwo einfach verkaufen im Supermarkt für 833? Oh. Oh. Sehr schön. So, Mission. Sorry, wenn ich da uns so ein bisschen rumswitche. 94%. Jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was bleibt übrig? Wetten werden nur angenommen. Und ja, im Hinterkopf schlummert immer noch so ein bisschen der Gedanke, wie fangen wir eigentlich jetzt an? Wir können natürlich jetzt erstmal warten, bis die Kartoffeln soweit sind, aber mich juckt es in den Fingern. Ich würde eigentlich ganz gern irgendwie etwas machen, mit irgendwas anfangen. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt schon Sinn macht, da Tiere zu holen oder sowas. Also was wir uns holen können, wäre noch eine Feldspritze. Ich denke, das wäre noch ganz gut. Die werden wir sowieso brauchen.
Ich erwische immer das kleine Schild. Ich versuche mal vorsichtig dran vorbeizufahren, aber irgendwie klappt das nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt gucken wir mal. 70%. 77%. 83%. 89%. Oh. 95%. Lohndienstleistung abgeschlossen. So, das heißt, die Mission ist fertig. Die schließen wir ab. Wo ich jetzt gucken möchte, ist in der Produktion. So, und jetzt haben wir 47.000 Weizen da drin, obwohl wir das Geld für die Mission bekommen haben. Ist jetzt die Frage, arbeitet der jetzt oder arbeitet der nicht? Ja, doch, er arbeitet. Ach nein, jetzt habe ich die... Oh, ich Depp, ne? Ich bin ja so hohl. Jetzt habe ich die Mission abgeschlossen, habe den Weizen nicht in den Hof gebracht. Och, nö. Da muss man ja schon doof für sein. Ah, na gut. Okay, also wir lernen immer wieder was dazu. Also vor allem ich. So, jetzt gucken wir nochmal nach Feldspritzen. Oh, das ist ja beknackt gewesen. So, da haben wir eine kleine... so, 27 bis 33 Meter. Ja, die sind alle dann zu groß. 5000 Liter, 1200 Liter. Das wäre eine kleine, die würde auch an den E-Track noch gehen. Die würde auch an den E-Track gehen, ne? 4000 Liter. Kann Dünger und kann Herbizid. Ist die Frage, brauchen wir sie große oder reicht uns die kleine? Das heißt Kombination. Ach so, das geht dann mit dem Tank zusammen, ja. Bam, 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 bam. So, jetzt, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube 003 ist das, gell, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das kann man später auch noch ändern. Also, das ist jetzt nur mal so just for fun. Es sollte eigentlich funktionieren. Kaufen wir mal. So, weil eine Feldspritze brauchen wir so oder so. Ja, das war, wie gesagt, saumäßig doof, dass ich da jetzt... Aber wir können gerade nochmal nach diesen Tanks gucken, ob es da irgendwas gibt hier, diese Stationen. Ich weiß aber nicht, ob es die hier jetzt so gibt oder ob wir die kaufen müssen. Bei den Paketen ist da, glaube ich, nichts. Gekaufte. Ah ne, halt, da war ich doch eigentlich richtig... Kann mal gucken, ob hier bei Bauen noch was ist. Dekoration, Tools. Da war nichts dabei. Container. Ein Tank zum Lagern, Tank zum Lagen. Ja, Silo kann mit Flüssigdünger aufgefüllt werden, okay. Ist aber jetzt nichts, wo man direkt schon loslegen kann. Nee, dann gucke ich da für die nächste Folge, ob ich nochmal irgendwo platzierbare Objekte finde. Für heute war es das erstmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.